Ab in die Tiefe von D6. Los! Puh. Gott sei Dank müssen wir nicht den ganzen Weg gehen. Aber irgendwas fühlt sich hier falsch an. Findest du? Okay, ist ziemlich rostig. Das könnte sich also einfach mal so abbrechen oder sowas. Hoffen wir mal, dass nicht durchgerostet ist. Oh, ist eine dicke Stange, wird wahrscheinlich etwas dauern. Und dann kann ich nochmal meine Batterie aufpumpen. Okay, wir sind hier festgestellt. Ullmann nach links, Professor nach rechts. Artyom, gib mir Deckung. Ich muss wahrscheinlich wieder bei Miller bleiben, habe ich mir noch gedacht. Wenn die Pläne stimmen, müssen wir dahin. Aber wie können wir das Tor öffnen? Ideen? Artyom. Na klar, bleibt wieder alles bei mir hängen. Hier ist auch so ein Power Supply. Kann ich nicht aufmachen? Nee. Klopfen? Ich laufe einfach mal hier lang. Vielleicht ist ja irgendwas zum Aufmachen. Kann ich eigentlich wieder die Maske abziehen? Tatsächlich, warum habe ich schon die ganze Zeit auf die Maske? Alles Verschwendung. Ist hier vielleicht was drin? Nö. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nachher mit der Bahn da lang fahren müssen. Ach, Ullmann, los geht's. Ach guck mal, hier liegt doch mal jede Menge Munition. Tatsächlich, sag doch, zum Ding kommen wir da durch. Auf geht's. So eine kleine, so kleine Mini-Raupe. Finde ich cool. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Jetzt leise. Los. Wahrscheinlich so ein Raketentransportwagen oder sowas. Wie viel habe ich denn jetzt? 70. Okay, das ist nicht so viel. Ah, hier liegt aber noch mehr. Hier entlang. Ausgezeichnet. Evolution of Species. Was ist das? Kann ich nicht lesen. Ullmann, bewachen Sie die Tür. Das kann ich auch nicht lesen. Vladimir, das ist dein Gebiet. Was brauchst du? Vladimir darf auch mal was machen, das ist gut. Ach, wo sind die denn jetzt reingelaufen? Hier? Wieder Metro 2033. Kann man mal das passende Buch zum Spiel lesen. Also auch mal nachempfinden, was wir bis jetzt erlebt haben. Ist ja wirklich überall sehr dunkel. Wir haben doch gerade den Strom angeschaltet. Müsste eigentlich ein bisschen besser laufen. Sieht so ein bisschen aus wie die Kommandozentrale. Ach, guck einer an. Er wächst auch schon mal so im Schuh. Anleitung A124. Seite 3. Platina DS-22. Ah, genau. Heiß Leben in der Metro. Da. Oberst, was ist das auf dem Monitor? Wunderbar. Endlich zahlt sich die Ausbildung aus. Ja, irgendwann muss ich mal ausbilden. Diese Bildschirme. Tolles Gedächtnis, Wladimir. Ich habe immer gesagt, dass die Armee etwas wert ist. Es funktioniert. Also auch ein alter Super. Knacker, oder? Alter. Ah, ja, Strom ist wieder da. So habe ich mir das vorgestellt. Erstens, gestorben. Was? Zweitens, zerstört. Drittens, zerstört. Das kann nicht sein. Ach, hier, kaputt. Hier ist einer. Jetzt kriege ich alle Informationen. Ausgezeichnet. Was war das? Was zum Teufel ist passiert? Strom ist ausgefallen. Was denn sonst? Reservebatterie leer. Was ist mit dem Hauptstrom? Anscheinend ist der Reaktor deaktiviert. Von hier aus können wir nicht starten. Wir müssen ihn auf unterster Ebene von Hand starten. Dem Plan nach ist das nicht schwierig. Geht fast alles automatisch. Hör auf zu lachen! Wie kommen wir runter? Nun, eine Etage tiefer ist ein Aufzug. Aber um ihn betreiben zu können, müssen wir alles andere ausschalten. Sogar das Notlicht. Dann haben wir keine andere Wahl.
Danke, Wladimir. Bleib hier und pass auf. Wir beeilen uns. Artyom, Ullmann, mitkommen. Also ich habe jetzt schon gedacht, ich müsse jetzt alleine runter. Hätte ich mir schon fast vorstellen können. Versuche, den anderen zu treffen. Was zum Henker? Scheiße. Ich wusste, es ist nicht einfach. Hier kommen die Söhne der Apokalypse. Ullmann, Planänderung. Sie verteidigen mit Wladimir die Stellung. Wenn etwas passiert, schicke ich Artyom. Viel Glück. Okay, irgendwie... was war denn das denn jetzt? Wie Dinger sind das jetzt Anomalien? Kann man jetzt doch drauf schießen? Ich weiß ja nicht so ganz, was das für komische Schleimblobs waren. Aber lauf nicht so schnell. Ich musste ja irgendwie folgen. Und jetzt? Ach, hier ist, der... ja, Drehfahrstuhl von eben. Kommen wir mit hier nicht bis ganz nach unten? Achso, ich dachte gerade, irgendwas funktioniert hier nicht, aber das ist normal, dass ich mich hier nicht bewegen kann. So, Sergeant Miller, was machen wir jetzt? Oder Captain Miller, Oberst Miller, was auch immer, was für einen Rang du hast. Auch so schön mit gepolsterten, nicht gepolsterten, gepanzerten Schultern hier. Okay, wenn man näher ranzoomt, dann sind die Details nicht mehr ganz so hübsch. Das Vogelkacke auf dem Helm? Oder sind das Kratzer? Wahrscheinlich Kratzer vom Visier, kann ich mir vorstellen. Der so Metall immer so aufs Metall kratzt. So, dann. Komm mal mit, Miller. Ich muss ja nicht alles alleine machen. Verdammt! Der Aufzug ist da hinten, aber die Tür ist zu. Okay, wir müssen außen herum. Vorsichtig! Wir decken uns gegenseitig. Okay, machen wir. Boah, das Wasser, das sieht schon nicht mehr so lecker aus. Was ist denn das? Was für ein Kerl ist das? Oh, das explodiert. Was zum Henker? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sonst geht das aber gut, oder was? Auf jeden Fall ziemlich viele von diesen komischen Explosionsdingern. Die Leiche legen wir mal den Kerl nochmal auf. Oh, wie viele kommen denn da noch? Ist natürlich... Boah, die... das war aber jetzt hart hier mit den ganzen explodierenden Kugeln. Vielleicht sollte ich doch besser mal mein Maschinengewehr dafür opfern. Ich glaube, ich muss die nur einmal treffen oder sowas. Bin mir aber nicht ganz sicher. Damit kann ich zumindest nah ranziehen. Aber echt fies. Oh Gott, oh Gott. Schnell weiter hier. Oh, das ist ja sofort tot von den Dingern. Das ist echt ein bisschen... bisschen fies hier gerade, habe ich da das Gefühl. Die 6. Jetzt hätte ich doch wieder gerne meine Schrotflinte. Oder mehr Munition für die Waffe hier. Die haben wir doch ganz gut leer geschossen. Ich lasse sich mal da die hinteren kaputt schießen. Ich kümmere mich derweil um die vorderen. Versuche nicht. Kann ich die Dinger hier abschießen? Nee.
natürlich extrem tief. Ja, sonst ist klar. Und nu? Ach, hier ist eine Leiter, okay. Ich komme also noch wieder hoch. Ich hätte schon Angst, ich komme jetzt hier nicht mehr hoch. Ich hoffe einfach mal hier durch. Ich hoffe, das geht so einfach überhaupt. Wo bleibt denn der Müller? Ja, das ist ja klar, dass, wenn wir durch sind, natürlich Müller stirbt. So, und weiter geht's auf eine freudige Runde Sterben in der Metro. Also man kann anscheinend die Dinger wirklich kaputt schießen. Da seht ihr das? Da kann sie wirklich abschießen. Ich schieße jetzt einfach alle ab. Granate da hinten rein. Zack. Und hier auch das da. Ach gut, ich sollte mich natürlich nicht selber abschießen mit der Granate, aber so ungefähr in der Richtung. Ich weiß nicht, was ich danach machen soll. Ich habe ja so viel Munition, habe ich nicht mehr. Das war ein bisschen weit. Oh, mit DDG ist ja ganz gut. Naja, aber es ist ja schon. Munitionverschwendung, finde ich. Weil ich habe nur noch ein Magazin, also bitte. Seht ihr, jetzt habe ich gar kein Magazin mehr. Bisschen Munitionverschwendung, habe ich das Gefühl. So. Ah, das war so eine gute Kugel. Ich hoffe, er funktioniert noch. War es das jetzt? Ja, Gott sei Dank. Ich wollte das Ding trotzdem hier noch weg. Wie kann man nach all diesen Mist hier noch daran glauben? Das war ja jetzt wirklich. Hat er mich auch ein bisschen erschreckt, der Kerl. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Da hätte ich nicht gerechnet. Wir sind bei euch. Ja. Die sind bei uns. Oberst, gehen Sie zur Reaktorhalle. Dort ist in der Mitte ein Hauptreaktor, links vom Kontrollraum. Ein Aufzug führt ganz nach unten. Von dort müssen Sie die Treppe nach oben nehmen. Aktivieren Sie die Schaltung mit dem großen Hebel. Ich sage dann, wie es weitergeht. Aber wieder nach unten, um nach oben zu gehen. Oh mein Gott! Mein Gott! Was machen wir denn jetzt? Wladimir, wenn du das nur sehen könntest, mach dich bereit, Artyom. Es wird heiß. Was war das denn wie eine eklige Biomasse? Also, Wirf im Reaktor keine Granaten, Artyom. Lass sie hier, um auf
Der Mist auf dem Boden ist bestimmt giftig. Und jetzt das Gas. Hier halten wir nicht lange durch. Das scheint wirklich ein Atomreaktor oder sowas zu sein. Oh, bitte nicht wieder sowas hier, ey. Ich meine, vereinzelt ist es ja okay, wenn die Dinger kommen, aber bitte nicht in... Aber bitte nicht wieder als, als sowas hier. Das überleben wir ja nicht lange. Warum konnte ich gerade nicht schießen? Oh Gott, auch die Waffe geht so langsam leer. Komm, leg die Dinger wirklich selbst in den Lift. Mit der kommen wir echt nicht weiter, als hätte er wirklich die Schrotflinte behalten sollen. Schnell die Spritze rein. Och, Freunde, das ist ja ein bisschen komisch, also. Und das alles ohne Munition, so langsam wird die Munition wirklich, wirklich sehr knapp. Ja, sie haben sie ja nicht. Ja, ich verstehe auch nicht, warum man mitten warum man mittendrin so ein. Guck mal, wie groß das hier auch noch ist. Warum man hier so einen Quatsch einfach nur einbaut. Also ich kann ja jetzt hier warten, aber... Guck mal, die sind so weit weg und die berühren mich und... Ja, super. Es ist einfach nur lächerlich. Es ist schon wieder so einer... Oh Mann, ich die... Aber was sind denn das für Viecher überhaupt? Na jetzt komm, Miller. Bäh, das ist doch einfach widerlich hier. Wehe, du fällst das tot um. Jetzt komm, beweg dich bitte. Lass die Viecher in Ruhe, beweg dich. Ich habe jetzt Angst. Ja, du hast Angst und ich habe Wut. Ich hoffe, das war's jetzt mit diesen komischen Kugeln. Wenn es eine Hölle gibt, würde ich sagen, wir haben sie gefunden. Ja, sag ich. Und beeilen wir uns, zum Bunker zu kommen. Was war das jetzt? Also dann... wäre ich jetzt da runtergefallen und gestorben, dann wäre ich wirklich sehr böse geworden. Aha. Ja, guck ich das mal an, also wirklich ekelhaft hier. Wir haben es geschafft. Hörst du uns? Ha, ich wusste, ihr schafft es. Oberst, das System ist automatisch. Geben Sie den Befehl ein. Leichter gesagt als getan, dass das so chaotisch hier ist. Okay. Widerlich. Reaktor Starter. 1, 2, 3, 4. Sieht einfach aus. Idioten sicher gebaut. Betten wir zu Gott, dass es funktioniert. Ich hoffe, das Ding wird jetzt gegrillt. Wir kommen hier einigermaßen sicher wieder zurück. Oberst, alles ist gut. Wir haben jetzt ein Viertel Energie. Wir brauchen volle Ladung. Weitermachen. Verdammt! Naja, besser kriegen wir es wohl nicht hin. Dann los! Zweiter! Gut, aber ich würde sagen, ich werde dann wahrscheinlich den Weg hier hin ein bisschen kürzen. Was zum Teufel war das? Jetzt wehrt sich dieser Mist auch noch.
Das wird ja jede Minute schlimmer. Allerdings. Verflucht nochmal! Jetzt schaffte das Ding schon. Das ist einfach widerlich. Manuelles Aktivierungssystem. Oh, Junge. Komm hier, drück drauf, Alter. Du glaubst nicht, was du jetzt tun musst. Siehst du den Kran an der Decke? Geh in die Kabine. Mit diesem Notmechanismus können wir die Brennstäbe anheben. Versuche dorthin zu kommen, während ich unseren Freund ablenke. Okay, auf geht's. Jetzt oder nie! Ja, wo muss ich jetzt lang? Ja, wenigstens muss ich jetzt nicht alleine dahin. Ja, wenigstens darf ich jetzt alleine dahin.